Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Minecraft Catfell mit mir, dem Kritui, und wir werden heute ein bisschen mit diesem Holz weiterarbeiten. Oh, da fällt mir gerade was auf, und zwar kann ich das scannen. Kann ich. Okay, dann brauchen wir noch ein Sticks. Und jetzt. Ich glaube, dass es so war. Jawohl. Okay, gut. Dann mache ich mal das noch zu Sticks. Und okay, dann das waren schon wieder viel zu viele, um ehrlich zu sein. Jetzt. Man kann ja auch einfach mal nachschauen, wie es gemacht wird. Okay, den Carpenter's Hammer brauche ich. Und so wird das hergestellt, was ich brauche. Okay. Den Carpenter's Hammer, für den brauche ich Eisen. Eisen habe ich nicht. Nee, Eisen habe ich da nicht. Ja gut, dann mache ich erstmal die Dinger da. So, ein Stack davon sollte für den Anfang reichen. Die kommen jetzt hier oben. So, und dann brauche ich wieder Holz und so weiter. Drei davon mit. Und eins davon. Mist. Mist. Kann ich die nicht irgendwie so. Muss ich das jetzt wirklich abbauen? Das ist so. Ach, warte mal. Ich brauche nur ein einziges, wenn ich das komplette Ding hier mache. Ach, super. Ja gut, dann packe ich das mal kurz in die Steinkiste rein. Dann habe ich viel zu viele von denen gemacht. Ich habe sowieso schon viel zu viele von denen gemacht. Ich werde nicht mehr so viele Karten als Blocks brauchen. Ich denke heute nicht wirklich mit, für die, die sich wundern. Das ist übrigens genau das, was ich meinte mit, es soll so aussehen, als ob auf jeder Seite eine Tür wäre. Also das sieht doch ein bisschen wie eine Tür aus. Jetzt brauche ich den Carpenter's Hammer. Oder Hammer, oder wie auch immer das Ding heißt. So, wenn momentan sieht das, was ich da habe, noch nicht wirklich wie eine Tür aus, sondern nur wie ein Garagentor, das seltsam bedeckt wurde. Wo laufe ich eigentlich schon wieder hin? Mein Eisen ist hier, nicht da drüben. So, und da brauche ich drei Stück für. Und jetzt gehe ich kurz dahin, weil ich habe nämlich schon wieder Mob. Loot, den ich nicht im Inventar haben will. So, dann rein hier und craften. Carpenter's Hammer. Oder Hammer. Perfekt. Jetzt sieht das genauso aus wie auf allen anderen Seiten, zumindest von außen. Von innen nicht. Von innen sieht man, dass das hier falsch ist. Aber von außen sieht man es nicht. Jetzt brauche ich noch
Carpenters Druckplatten, die werden so gemacht. Drei Stück von. Und dann fällt mir gerade auf, dass ich dafür ja auch wieder Quarz brauche. So, jetzt nehme ich mal die Quarztreppen hier mit. Und zwar, um einen ganzen Haufen Dinge auszuprobieren. Erstens, die hier mal dahin. Und jetzt, das geht nicht. Dann. Sieht das anders aus? Ja, oder die sehen schon anders aus, oder? Nee, oder? Nee, sieht nicht anders aus. Okay, geht das hier? Ja, das geht. Dann werde ich nochmal zwei hier aus dem Boden rausreißen und zwei weitere Treppen hin platzieren und dann das machen. So, perfekt. Dann Quarzkiste. So, ich glaube, die kann man noch irgendwie. Das war das Falsche. Only Players und hier auf Only Players. Perfekt. Ich glaube, die sind standardmäßig auch auf Only Players gestellt, aber egal. So, dann werde ich mir jetzt einen ganzen Haufen von diesen Tanks hier holen. Weil da hinten sind ja noch ein paar drin. Und die sind alle noch mit Wasser befüllt. So, Jetpack ist ziemlich nervlos. Das Jetpack nervt bloß, wenn ich mich hochstecke. Ist mein Mikrofon eigentlich an? Wenn es jetzt nicht an ist, dann war es die letzten 5 Minuten auch nicht an, oder? Wäre lustig. Ist es aber, okay. Aber der normale Minecraft-Ingame-Ton ist nicht an. Okay, davon wurde auch noch an. Ich habe einen Verdacht, welche Taste den ausschalten könnte, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Taste nicht doch meine Aufnahme beendet, deswegen drücke ich sie jetzt nicht. Und schau es nach der. Nach der Folge nach. Ja. Gut, dabei kam jetzt weniger raus, als ich erhofft hatte. Gut, dann müssen wir das halt jetzt anders machen. So, drei Stück. Einmal auswählen. So, dann nehme ich das hier mal mit und pack hier die so hin, bis das Sprinkler wieder läuft. Der wollte jetzt hier langsam Wasser rausziehen. Und ich werde nachhelfen. Ach, scheiße, ich habe da ja lieber Herz drauf geklatscht. Ah, das habe ich auch in der Folge gemacht. Während der Zeit gemacht, wo ich mich aufgenommen habe. Ich habe hier Lilypads überall drauf gemacht, dass ich da nicht ständig ins Wasser falle. Dass es ein bisschen angenehmer ist, das Zeug abzufahren. Also das Weizen abzufahren. So und so. Noch zwei oder drei Eimer, dann ist der oberste Tank leer, dann kann ich wieder ein bisschen EP aufführen. So, dann nehme ich mir hier meinen obersten Tank schnell. Den hier.
und platziere den hier unten. Und dann läuft der nämlich voll mit EP und ich kann hier oben wieder ordentlich EP reindrücken. So, und der ist auch voll. Nee, der ist, die sind beide nicht ganz voll geworden. Weiß auch. Die sind aber beide voll. Okay, gut. Dann packe ich den hier hin und den da hin und dann stelle ich mich da oben nochmal drauf. Das hat irgendwie nichts gebracht. Sind die jetzt voll? Ja, jetzt sind sie voll. Jetzt sind alle voll, oder? Jetzt sind alle voll. Alle 100% voll. Okay, gut. Eigentlich kann ich mir auch einfach ein bisschen. Oh, die läuft schon wieder über. Habe ich nicht aufgepasst. So, eigentlich kann ich mir hier jetzt auch einfach einen halben Stack von nehmen. Und dann. Ah, ich habe ja kein Glas. Dann bin ich kurz Sandfarm. Das ging bei 1 ganz gut, gell? Ja, das ging hier ganz gut. Und damit fahre ich Sand. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. So, Sandfarmen. Sandfarmen für Fortgeschrittene nennt sich das hier. Okay, dann gehe ich mal noch ein bisschen weiter. Da ist viel Kohle. Da ist noch was viel Sand. Den kann ich auch alles nehmen. So. Ja, Sandform für Fortgeschrittene. Auflage 2. So, okay, man will immer verhindern, dass Wasser reinfließt. Weil sobald Wasser aber reinfließt, kann man nicht mehr anständig fahren. Da drüben ist nochmal so eine kleine Insel, die kann ich auch entsammeln. Hoppa, jetzt ist schon Wasser reingeflossen. Ja. Ach Gott, ich unterschätze den Radius immer noch. So. Bin ich eigentlich immer noch? Ja, ich bin immer noch Zombie. Ich bin immer noch ein Zombie-Pikmin. Jetzt bin ich wieder ein Kreaturi. So, immer wenn ich Catwell-Spiel, bekomme ich voll Bock auf Fisch, ich weiß auch nicht warum. Ich bin nie so ein Fischesser, aber wenn ich, während ich Catwell spiele, ist es dann nochmal ein bisschen extremer. So, ich tue mal hier den Kobbel für Sand austauschen. Warum wird das denn bitte aus der zweiten Reihe genommen? Warum kann ich den Sand da nicht reintun? Okay, dann nehme ich halt jetzt einen Cobblestone raus, der da drin war. So. Jetzt habe ich den größten Teil der Cobblestones raus. Kann ich jetzt den Sand da reintun? Nein. Kann ich, wenn das durchgeschmolzen ist, den Sand da reintun? Nein. Jetzt geht's.
Ah, verstehe, okay. Also es darf in keinem Slot mehr Cobblestone sein. Und dann geht's. Gut, ich brauche nämlich Glas. Und zwar schnell. Sonst sterbe ich noch mit meiner gesamten Erfahrung, was ungut ist. So, da drin habe ich noch ein bisschen XP. Oh, Berries. So, dann, ich überlege gerade, wo ich den hinmache, den Tank. Ich könnte den. Ja, doch, das mache ich sogar. Ich. Wobei, ne. Ne. Ich will ja so ein bisschen Natur hier rein haben. Fail. Hier so ein bisschen Natur. Und hier hätte ich das auch gerne. Und dann kann ich hier den. Oder nee, ich tue den Tank hier hin. Und dann mache ich hier keine Kiste hin, sondern mach die Kiste dann hier hin. Und dann kann ich da überall die Tanks hin tun. Das leuchtet auch so ein bisschen aus, das ist doch perfekt. Hat so eine schöne grüne leuchtende Farbe. So, jetzt überlege ich gerade, wie craftet man sich die Tanks? Ich glaube, man braucht dazu keine Glasblöcke, sondern Glasscheiben. Aber ich kann es ja mal ausprobieren. Also. So und dann so. Und ja, genau, man braucht Glasscheiben. Was gut ist, weil dann bekomme ich mehr. So, ach ja, genau, man bekommt auch gleich zwei Stück raus. Das habe ich auch schon wieder verdrängt. So, dann hier mal. Sechs Stück brauche ich pro Seite, also brauche ich noch sechs weitere. Sie sollten diesen Tag nicht überleben, die Zombies. Warte mal. Ich war doch gar nicht oben drauf. Warum ist meine EP trotzdem schon direkt weg gewesen? Oder habe ich das jetzt gerade falsch gesehen? Das kann natürlich auch sein. Ja, also da steht mir noch viel EP Grinding bevor. So. Okay, wo kommt der jetzt hin? Hier hin kommt der. Ich markiere mal alle Stellen, wo die so mit hinkommt. So. Also. Hier hin. Und. Lol. Ja, egal. Hier hin, da kommt eh ein Tank drauf. Das sieht man es nicht mehr. Und dahin und dahin. Und. Noch einer dahin. Aber den einen habe ich nicht mehr. Leider. So. Dann werde ich mal dahin ein bisschen drücken. Durchschnitzen, weil ich werde die Minigun verwenden. Wow, ein Schuss. So, jetzt kann ich aus meinem Rucksack eine neue Packung Patronen für die Minigun holen. Ist doch perfekt so. So, und die beiden mache ich gleich mit dem Kleber weg. Dann.
Okay, ich überlege gerade, wie brauche ich jetzt noch? Ich brauche noch drei Stück. Drei waren es noch. Nee, Quatsch. Sechs waren es noch, oder? Nein, ich weiß es nicht mehr. Ja, doch, ich brauche noch mal welche. So, hoppla, jetzt habe ich dann wieder rausgehauen. Okay, jetzt darf es passen. Wenn ich die jetzt noch mache, die zwei, dann wird es passen. So. Und so. Ich bringe das mal alles ein bisschen weiter runter. Okay, passt. Ich habe bloß nochmal nachgezählt, ob es auch wirklich passt. Jetzt kann ich das Glas einlagern. Ich hab noch so einen Kopf, den kann ich auch einlagern. Ich tue einfach Mockjobs jetzt da rein. Dann da ist Quarz drin, dann packe ich mal da Glas rein. Und da sind mir die Blätter ausgegangen. So, was ich mir auch überlegt habe, ist, dass ich vielleicht so ein paar Silverwood Leaves irgendwo reinmache. Vielleicht nur so ein so einen Strauch durch Silverwood ersetze oder so. Ich meine, die sind auch ziemlich schön, weil die halt blau sind. Die haben halt eine andere Farbe. So, es wäre vielleicht eine Überlegung wert jetzt, Reihe mit Redstone-Lampen anzubringen, die man dann eventuell vielleicht sogar nacheinander anschalten könnte. Also nicht alle gleichzeitig, sondern so, dass es so ein bisschen verzögert ist. Dass ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, das mache ich. Ich mache hier noch irgendein Dach drüber mit einem anderen Block und ich glaube, ich ziehe das jetzt hier einfach zu. Mit dem hier. Ja, gut. Dann ziehe ich halt nichts zu. Ich muss dran denken, dass ich immer fast 6 Stacks Blöcke brauche. 1, 2, 3, 4 Stück, 4 Stacks. Dann passt's wieder. So. Dann haben wir 4 Cobblestone drin. Das wird alles irgendwann geschmolzen werden. So, jetzt. So, momentan ist es hier jetzt ziemlich dunkel und deswegen werde ich jetzt Kloster holen.
entweder Redstone Lampen oder Glowstone Blöcke. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich. Ich glaube, ich werde sogar Glowstone Blöcke verwenden, weil dann einfach, auch wenn niemand da ist, keine Monster spawnen können. Und wenn ich Redstone Lampen verwende, dann kann halt bloß dann kein Monster spawnen, wenn ich da bin und das die Redstone-Schaltung angeschaltet ist. Also zuerst mal hier auf jeder Seite einen rein, dass da so ein bisschen erleuchtet ist, weil das ist nun mal auf einer Seite halt der Eingang und durch den Eingang kommt natürlich Licht. Und es ist blöd, wenn dann bloß auf einer Seite Licht reinkommt. So. Und dann noch die letzte Seite. Auch wenn das der Eingang ist. So, dann... würde ich sagen, hier in den... jetzt habe ich nicht aufgepasst. Dann würde ich sagen, na den und den, mach mal den daneben, also den hier und den hier. Zu Glowstone. Und dann schaue ich mal, wo am Boden noch nicht ausgeleuchtet ist. In den Ecken. Wobei, nee, stimmt nicht. Da drüben kommt ja auch noch Licht hin. Ja, wobei, hier ist es trotzdem ziemlich düster, dann da mache ich immer noch hier einen hin. Das ist dann da und dann eins Platz. Hier und dann ein Platz und dann der weg. Und dann der und dann eins Platz und dann den Cluster. Der eins Platz und hier Cluster. So, perfekt. Jetzt ist es relativ überall ausgeleuchtet. Und sieht aber nicht gerade schlecht aus. Okay, dann kommt jetzt der nächste Schritt. Der Dach. So, ich weiß immer noch nicht, aus welchem Block ich das Dach mache. Aber ich werde es mir irgendwann überlegen. Vielleicht nehme ich sogar irgendwas Ausgefallenes, irgendwas, was man selten bei Bauen verwendet. Ziegel? Oh, ich könnte mal schauen. Ziegel. Ich spiele auf Englisch. ja gut. Bricks. Bray. Bray. Mit CK natürlich. So. Kann man die. Was sind diese Pillars? Wie mache ich die denn? Gar nicht. Jawohl, gar nicht, ist auch gut. Kann ich den. Ah ja. Okay. Ja, die beiden sehen nochmal ganz gut aus. Da muss ich mir bloß eine Schüssel machen. So, da. Schüssel. Das ist die falsche. Das hier sind auch die falschen, glaube ich.
Das hier sind die richtigen. So, mit einem Stick und einem Eisen. Ein Eisen und ein Stick. Ein Stick, 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 Stick. Sticky, Sticky. Sticky, 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 Sticky. Sticky, Sticky. Da ist mein Sticky. So. Dann habe ich das jetzt. Und dann. Ja. Brauche ich Lehm. Lehm bekomme ich, indem ich Sand nochmal durchhämmer. Ich glaube, das werde ich jetzt auch tun. Ich gehe zu 1 und hol mir einen Stack Sand und hämmer den einmal durch und pack den dann im Wasser. So, das war eine Feder, die ich nicht brauche. Okay, 40 habe ich schon. Na, Zombie? Oh, armes Zombie ist gestorben. Es ist einfach gestorben. Und ich kann gar nichts dagegen tun. Als wenn ich jemals einem Zombie helfen würde. Ah ja. So, dann das Hochstacken mit Jetpack immer noch nicht geil. Mir fällt gerade ein, dass ich ziemlich viele Ziegel brauchen werde. Dass vielleicht ein Stack da nicht ausreichen wird. Aber ich könnte auch in der Mitte einfach freilassen. Also wenn ich jetzt ein Stack mache, dann habe ich nachher 2 Stacks Ziegel. Also 2 Stacks von den Ziegeln, die ich brauche. Ich muss so. Und oh, mir ist gerade noch was anderes eingefallen. Und zwar brauche ich dafür extrem viel Wasser, wenn ich das so mache, wie ich mir das jetzt überlegt habe. Also ich habe hier das. Und aus das kann ich mit Hilfe von Smoothstone. Ich sollte mein Schiff wieder anziehen. Smoothstone, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und. Na. Bisschen EP hier rein. So, und dann. Smoothstone und dann brauche ich noch eine Stone Slab. Stone Slabs habe ich immer. Perfekt. Dann wissen wir jetzt vermutlich, was ich mache. So, und dann lege ich mich schlafen und dann würde ich sagen, war es das auch wieder mit dieser Folge. Ich mache, wer wissen will, wie es jetzt weitergeht mit dem Stone Barrel, der sollte die nächste Folge anschauen. Und ciao, Leute.